Hallo und willkommen zurück. Wir werden heute einen Hotspot suchen und dafür benötigen wir erstmal ein Gerät und das bekommt ihr auf der Anomalie. Das ist dieses hier, das Untersuchungsgerät, Analysevisier Upgrade. Und zwar habt ihr dann hier mit den Tasten 1 und 3 bei PC mit dem Nummernpad. Und ja, bei Konsole, da wird ja dann entsprechend eure Tasten stehen. Und das braucht ihr auf jeden Fall, damit ihr dann auch einen Hotspot findet. Und ich habe mir hier die Gegend extra ausgesucht, aus dem Grunde, weil hier habe ich einen Hotspot. Ein elektromagnetischer Energie-Hotspot. Und das hatten wir in einer vorherigen Folge gebaut, diesen Energiestern. Ich habe hier zufälligerweise eine S-Klasse und ja, wie gesagt, zufällig. Und alle Generatoren tun hier dasselbe an Energie liefern. Den Energiestrahler haben wir in den Boden gemacht, damit es besser aussieht. Das heißt, eigentlich ist es ein Kabel, aber es ist eigentlich ein Energiestrahl sozusagen. Naja, gut, dann wollen wir natürlich loslegen. Also in dem Falle, wir benutzen jetzt hier die Taste F. Dann haben wir schon mal das Analyse, also den Analysemodus. Und mit der Taste 1, dann gehen wir auf zum Beispiel Gas, dann auf Mineral und auf Strom. So, jetzt ist es hier der Vorteil, ich habe hier meinen Strom in der Nähe, das heißt bei 333 U etwa. Von hier aus, das heißt meine Basis ist ja hier vorne, Moment, da. Das heißt, ich bin ja nicht ganz da, wo der Basiscomputer steht. So, wir haben hier einmal den Hotspot für Gas. Und wenn ich jetzt umschalte, Moment, andersrum, so, dann habe ich in diese Richtung auch den Energie-Hotspot, oder nein, den Mineral-Hotspot. Und das wäre jetzt, wenn ihr auf der linken Seite schaut, eine C-Klasse auf jeden Fall schon mal. Das ist aber okay. C-Klasse können wir auch nehmen, reicht uns hin. Wir sind auf jeden Fall hier in der Nähe und ja, der Vorteil ist, wir sind in der Nähe der Basis, allerdings zu weit außerhalb der Basis. Das heißt, wir müssen etwas tun, um... Ah, Moment. So, geht's noch ein bisschen schneller. Unsere Basis müssen wir ein bisschen vergrößern. Ups. Ah, nicht aufgepasst. Wir müssen unsere Basis ein wenig vergrößern, denn wir können nur 310 bis 320 so in dem Bereich an... Die Größe ist maximal. Und darüber hinaus müssen wir... Ui! Ein bisschen tricksen. Ich hoffe, das sieht man hier alles noch gut genug. Oh! Und wo ist er? Da. Ja, also den Hotspot solltet ihr die ganze Zeit mit dem Visier im Auge haben, weil die Richtung zwischendurch wechselt. Ist aber auch nicht das Dramatische. Und genau. Bei etwas unter 5 U's Entfernung habt ihr dann die Analyse. Und der Hotspot ist entdeckt. Jetzt sehen wir, das ist Paraffinium. Okay, ist jetzt ja nicht unbedingt, ja, das Wertvollste, aber das macht auch nichts. Und eine Dichte von am Boden von 36%. Die maximale wäre 40. Dementsprechend, das ist also eine C. Und jetzt können wir uns seitlich bewegen. Und, Moment, ja. Da seht ihr, es wird weniger. Und zur anderen Seite... Nö, wird auch nicht mehr. 36. Jetzt bewege ich mich ein bisschen nach vorne. Es wird mehr. Und ganz kurz. Ne? Ah, ist okay. Kein Problem. Wir nehmen die 39 und machen einen kleinen Schritt nach hinten. Vielleicht noch einen zweiten. Und markieren uns das Ganze. So. Dann haben wir schon mal die Markierung. Und dann werden wir schauen, dass wir unsere Basis hier entsprechend vergrößern.
Anders geht es leider nicht. Moment. Denn wenn wir hier schauen. Upsa. So. Denn wir haben zwar Ferritstaub, wir könnten jetzt hier bauen, das ist alles schön und gut. Allerdings sehen wir nicht, dass wir eine Basis haben. Das heißt, wir bauen ohne Basis. Wir bräuchten also einen weiteren Basiscomputer. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Wir wollen eine große Basis. Okay, wir haben also jetzt hier die Markierung. Das ist schön. Unsere Basis ist dort, 343 U. Und dementsprechend ist das natürlich zu groß. Dann werden wir uns jetzt erstmal ein wenig nähern. Auf ca. 300, nur sagen wir 10. Oh, soweit schon. Na gut, okay. Da war ich schneller, als ich dachte. Und wieder zurück. Ja, das ist okay so. So können wir das lassen. Dann gehen wir in den Baumodus. Baukamera an. Obwohl, nee, die brauchen wir gar nicht. Moment. So, einmal. So, da sehen wir es. Also, unsere Basis ist jetzt da. Wir können also in der Basis bauen. Wobei ich relativ nah dran bin, aber nur gut. Okay. Dann schauen wir jetzt mal in die Richtung unseres Signals. Wir laufen ein Stückchen weiter dorthin. Und dann müsste das gleich verschwinden. Ja. So, das heißt also, bis hierhin, wo ich stehe, können wir bauen. Nicht weiter. Und ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir wollen ja eigentlich nach da hinten. Und da können wir jetzt mehrere Möglichkeiten gibt es dort. Also hierfür, wir nehmen einmal die Metallplatte oder irgendeine andere Bodenplatte. Und wie wir sehen, wir haben unsere Basis vergrößert. Und das machen wir so lange, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Und ruhig noch ein kleines Stückchen mehr. Ja, das sollte reichen. Baukamera. Die, wo ich stehe, lasse ich natürlich da. Und die anderen, die ich jetzt nicht mehr brauche, nehme ich erstmal wieder weg. So. Und wie wir sehen, wir können natürlich immer noch bauen. Einmal kurz raus hier aus dem Baumodus. Okay. Denn die eine dort, die möchte ich auch noch weg haben. Hervorragend. Okay, so. Dann starten wir. Und bauen uns hier eine Metallplatte hin. Wir haben ja hier einen... Ja, die Mitte der Platte können wir ganz gut sehen. Und die schieben wir jetzt dorthin. Ganz genau... In die Mitte werden wir... Ja, wir schauen mal. So. Drehen uns das ein wenig. Aber das ist so, wie es euch gefällt. Na komm, in die Mitte bitte. Gut. Die Mitte haben wir schon einmal. Dann können wir das Signal eigentlich auch schon wieder wegnehmen. Oder ich warte noch einen kleinen Moment. Ja. So. Okay. Nee, das stört. Nein. Das stört uns, genau. So. Also. Wieder hier rein. Und normalerweise müsste es gehen. Ja. Einfach auf genau das Signal, auf das Signal gehen. Einfach genau auf das Signal gehen und dann wieder mit E. Das Signal wegnehmen. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Eine Batterie. Ja. Ja, ich denke, so ist das okay. Okay.
Selbe nochmal. Kabel. So. Ja. Wie ich sehe, nicht ganz perfekt, aber das lässt sich jetzt. Ja, das ist minimal. Das ist minimal, das können wir so lassen auf jeden Fall. So. Und dann erneut eine Batterie. Gut. Okay, dann noch zweimal. Na? Nein, das sollte so nicht sein. Jo. Und hier das zweite Mal. Na. So, dann können wir schon wieder den wegnehmen, also die Batterie und die Batterie. Und wir werden jetzt mal gucken nach den Kontakten, denn wir wollen ja nach oben bauen und nicht, dass der Extraktor unten im Boden steckt. Jawohl, die Kontakte zeigen jetzt die Spitze also nach unten, somit bauen wir nach oben. Und jetzt holen wir uns den Extraktor einmal. Alles? Ja. Dann kann ich sogar bauen. Ich habe alles dabei. Ich bin hier ja im Normalmodus. Und jetzt der Extraktor. Und daneben bauen wir uns ein Silo. Das heißt, es ist sehr eng beieinander. Also mir gefällt's, ist jetzt eigentlich nur hauptsächlich, ja, dass es nützlich ist. Das Optische ist jetzt nicht ganz so dramatisch, denn es gab in der Community eine Anfrage, und falsch, da, eine Anfrage, und zwar die Extraktoren, wenn man die alle auf einen Punkt stellt, dann bekommen wir natürlich das Maximum an Leistung, zumindest an der Stelle, wo er steht. Und jetzt braucht man natürlich auch noch Strom. Und es hat sich etwas verändert, das heißt, die Silos, die nehmen nicht mehr so viel auf. Das heißt, sie nehmen zwar auf, allerdings umso mehr Silos drauf sind oder da sind, ja, die Leistung wird geringer, und das will ich jetzt mal ausprobieren, ob das tatsächlich so ist, also ob das mit unserer Methode vielleicht besser wird. Aber jetzt möchte ich erstmal noch Strom haben. Strom, wie machen wir das? Wir nehmen... Da bin ich falsch. Auch nicht. Hier. Wir nehmen uns ein Rohr. Und wieder das Kabel. Jetzt haben wir hier den Anschluss des Extraktors. Also der Anschluss des Extraktors ist der, den wir benötigen. Und wir nehmen den, oder? Ne, wir nehmen den. So. Und okay. War ja sehr clever. So. Okay. Warum jetzt das Rohr? Ganz einfach, weil jetzt das Rohr, die Mitte,
von dem Kontakt her exakt auch in der Mitte ist. Bedeutet, wenn wir hier den Strom anschließen, dann sind wir in der Mitte des Rohrs. Ja gut, aber wofür? Ganz einfach. Wir werden uns jetzt mal hier runter begeben. Oh, aua. Ups. Und den Terrainmanipulator benutzen. Habe ich ihn? Ja, habe ich schon. So, jetzt sehen wir da das Rohr. Und wir werden ein bisschen buddeln müssen. Denn ich möchte das Kabel möglichst so haben, dass man es hinterher nicht sieht. Das funktioniert dann wie folgt. So. Ja. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Ja. Ups. Ja, jetzt wollt ihr natürlich kein Loch haben bei euren Extraktoren. Verstehe ich, ist klar. Aber wir können jetzt eins machen. Gehen auf das Kabel. So. Dann schließen wir uns an diesen Kontakt an. Und gucken hier auf die Mitte. Na komm. So. Gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Also, unser Stromanschluss ist jetzt genau hier die Mitte. Und auch unten am Rohr die Mitte bedeutet, wir können das Rohr jetzt wieder entfernen. Und erstmal hier wieder raus aus dem Loch. So. Ja, hier sind relativ heftige Stürme, das heißt, ich werde es hin und wieder auch schneiden. Das heißt, im Sturm möchte ich nicht bauen. Gut, das tut jetzt aber nicht zur Sache. Wir wollen das Kabel von hier, da unten ist der Kontakt, zu unserer Basis bauen. Und die Richtung ist dort, ja. Okay, jetzt müssen wir darauf achten, wenn unser Kabel rot wird, dann müssen wir zwischendurch absetzen. Gucken, ob wir die gesamte Strecke schaffen. Aber normalerweise dürfte es nicht sein. Na, noch ist alles grün. Ja. Nein, der ist nicht rot, also eher ein lila. Wir kommen also nur bis hierhin. Und das bedeutet, wir werden jetzt hier nochmal ein Loch machen. Dieses Mal nehmen wir nicht mit. Dieses Mal nehmen wir nicht ein Rohr oder ähnliches. Wir setzen das einfach nur in den Boden. Gut. Einmal angefasst und Baukamera ist besser. So, legen wir uns das da unten hin. Da ist unser Kontakt hervorragend. So. Das Kabel hatten wir ja schon entfernt. Ja. Gut. Dann jetzt wieder das Kabel.
und in Richtung Basis laufen. Da ist sie. Au! Böse Pflanze. Ja, und dann schließen wir uns hier an unserer Energie an. Dafür haben wir sie ja gebaut. Ja, Hotspot entdeckt. Moment, wo wird er angezeigt? In diese Richtung. So, unser Extraktor arbeitet. Das ist doch wunderbar. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, 38%, ungefähr das, was wir erwartet hatten. Und ein Silo hat 1250. Was auch immer. Bedeutet, wir haben eigentlich zu wenig. Und jetzt wollen wir natürlich die Ausbeute erhöhen. Wir werden jetzt noch ein paar Mal hier reinglitschen. Und den richtigen Kontakt müsste man natürlich nehmen. Das ist dann dieser hier. Und mal gucken, ob das klappt. Denn die Anfrage in der Community beläuft sich darauf, kann man die Ausbeute erhöhen. Das heißt, zu viele Silos dran würde bedeuten, die Ausbeute wird noch geringer. Und das wollen wir heute mal antesten. So, jetzt müssten wir dort schon Vierer haben. Das würde bedeuten, wir hätten jetzt hier schon 160% ungefähr. Ne? Ah, Moment. Ja, doch. Der Animation, das ist jetzt nur momentan so, weil der natürlich sofort startet, sobald ich den hier aufgebaut habe. Das können wir aber unterbrechen und dann starten wir alle gleich. Jetzt müssen wir bei 5 sein, richtig? Ach, halt, ich kann den jetzt nicht mehr bauen. Na gut, dann bleiben wir erstmal bei den 5 und richten das Kabel. Beziehungsweise, ja, ich nehme erstmal das Kabel. So, da haben wir jetzt hier das Kabel, das vorne weggeht. Ist ja kein Problem, alles steht. Schließen uns hier wieder an und Moment, da ist er. Und wir starten alle gleichzeitig. Und die Animation sieht jetzt auch wieder normal aus, vernünftig. Dasselbe hätte auch funktioniert, hättet ihr euch neu eingeloggt. Also erstmal speichern natürlich und dann einloggen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was es uns gebracht hat. Wir müssten 5 da haben. Nicht hier auf jeden Fall. Ja, das kommt davon, wenn man nicht gleich alles wieder zumacht. Geht richtig.
Okay, gut. Und wie wir sehen, 237 Stunden, da hat sich soweit erstmal nichts geändert. Aber wie wir sehen... Ach nein! Pro Stunde, 1187 pro Stunde. Nicht, dass es so lange braucht. Also in 5 Minuten 33, entschuldigt. Verwechselt. So. Alles retour, alles nochmal. Also 237 Stunden. Nein, 237 pro Stunde. Und jetzt haben wir 1187 pro Stunde. Bedeutet nach etwa 2 Stunden. Nein, nach 2 Füllungen wäre dann die Kapazität erreicht. Dann wäre der also voll. Das würde bedeuten, ja, rund 10, 15 Minuten. Alle 15 Minuten wäre der voll. 2250 ist schon gar nicht wenig. Aber das würde auch bedeuten, wenn wir wiederkommen, haben wir ein kleines Problem. Wir haben nur wenig. Und wenig wollen wir nicht. Das bedeutet, ich hole mir jetzt mal schnell die Metallplatten. Moment, wo ist er? Da. Da ist er. Okay. Denn hier habe ich noch reichlich. Auch wieder weg. So. Nein. Ach naja, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch noch ein paar Extraktoren dazu, genau. Bauen wir einfach die Silos weiter. Erneut anschließen. Oh. Ah. Hat den falschen genommen. So.
sogar noch mehr. Das ist halt schön. Ah ne, jetzt ja nicht mehr. Da haben wir es. Gut. Wir haben alle Metallplatten verbraucht. Bedeutet, wir gucken jetzt mal nach, wie es aussieht. Wir haben jetzt 2137 Paraffinium pro Stunde, die wir fördern. Bedeutet, und ja, und wir haben eine Kapazität von 14.250, was eigentlich schon eine recht große Menge ist, also für den Verkauf vielleicht eher nicht. Hier kann man, glaube ich, auch, das müsste Ferritstaub sein. Ja, Ferritstaub müsste daraus gemacht werden können. Das heißt, ihr habt eine Quelle, wo ihr Ferritstaub in Hülle und Fülle kriegt, ohne dass ihr farmen müsst. Das kontrolliere ich lieber nochmal. Habe ich den Paraffinium gerade da? Ja. Genau. Hier, da seht ihr, Ferritstaub würden wir jetzt rausbekommen. 1:1 wird es umgewandelt. Das möchte ich jetzt aber nicht. Nein. Okay. So. Gut, also nach meiner Rechnung würde ich sagen 237 pro Stunde. Wir haben jetzt hier 9 aufgebaut. Ist das so richtig? Ja, ungefähr 9 müssten es sein. Vielleicht auch nur 8. Na, das rechne ich mir noch aus. Und hier gucken. So, 250 haben wir hier schon einmal drin. Die können wir uns dann dementsprechend rausnehmen und damit machen, was wir möchten. Und damit das Ganze hier noch ein kleines bisschen schicker aussieht, weil das geht ja so auch eigentlich gar nicht, werden wir das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Ja, nee, der fehlt das. Okay. Und dann setzen wir uns hier ein fertig aus Dach. So. Also für auf die Schnelle minimal an Platz. Relativ hohe Ausbeute, wenn ihr natürlich eine S-Klasse habt und vielleicht auch ein anderes Erz, dann würde ich sagen, dann ist das natürlich noch viel besser, das ist klar. Uiuiui. Noch Moment, die Batterie kann ich entfernen. Die andere, falls ihr noch mehr aufbauen wollt, solltet ihr lassen. Die ist ja eigentlich nicht wirklich zu sehen, also von daher gar nicht so schlimm. Also platzsparend, kleines Platzwunder. Wie wir festgestellt haben, wir büßen also scheinbar nichts ein an der Extraktionsrate. Und ich glaube, somit habe ich bewiesen, es funktioniert. Da wird sich meine Community aber freuen. Ja, übrigens. Community, also mein Discord ist unten verlinkt unter dem Video. Könnt ihr dazu kommen, jederzeit gern gesehen, wunderbar. Dort wird viel diskutiert und vieles an Fragen, die ich bekomme, die versuche ich natürlich auch umzusetzen. Ich denke mal, diese Frage habe ich dieses Mal beantwortet. Und das Ganze ist sogar noch in einer Basis.
Und möglicherweise werde ich sogar noch das Gas anzapfen, weil das ja auch wunderbar in der richtigen Entfernung ist. Aber das muss ich mir dann nochmal angucken. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und stellen wir uns hin. Hier. Okay. Also, dann würde ich sagen, bis demnächst. Wenn es euch gefallen hat, nehmt noch ein Abo mit. Und dann sage ich mal, ciao.